So, wir machen jetzt nochmal ganz, ganz kurzes Selbstgespräch. Es geht immer um die Fragen, die auftauchen. Und ich kann dann immer wieder bloß sagen, wenn du präsent bist, es geht nicht, was richtig und verkehrt ist. Die Fragen, die du stellst als Geist, beziehen sich immer meistens auf Kategorie 1 und Kategorie 2. Und die Antworten sind zwangsläufig, führen dich in eine Sackgasse. Nochmal, Kategorie 1 ist jegliche Frage, wo du irgendwas Spezielles, Raumzeitliches wissen willst. Wo war das? Wann ist der geboren und so weiter und so fort. Kategorie 2 erfordert immer von mehreren, zwei oder mehreren Möglichkeiten, dass du nur eine Antwort haben willst. Die einfachste Form ist, wenn du fragst, ist es richtig oder verkehrt. Und die Fragen der Kategorie 3 beantworten sich von selbst. Da sind wir zigfach darauf eingegangen, die Frage, warum ist das jetzt? Und da ist die erste Antwort, weil ich das jetzt denke, weil ich das träume. Und jetzt tue ich dir ganz kurz mal einen Bildschirm übertragen. Warte mal einen kleinen Moment. Und dann schalte ich hier mal ganz kurz, und zwar gehe ich jetzt ein Musterbeispiel. Das war hier im Chat. Jetzt haben wir es. Es geht um diese Fragen hier, wo der Martin stellt. Was sind Tiere und Pflanzen in Bezug zum unsterblichen Geist, nicht existierenden Geist? Schlichtweg und einfach Gedankenwellen. Vergängliche Erscheinungen. An ausgedachten Tieren wie Hunden, Vögeln und so weiter kann ich Wahrnehmungsorgane erkennen. Warum? Weil du dir das jetzt denkst. Bist du dabei? Ja. Jedenfalls interpretiere ich das mit meinem Programm so. Und obwohl ich weiß, dass das ausgedachte Auge nicht sieht und so weiter und so weiter, das kann man sich jetzt durchlesen. Man kann das also das ganze Spiel abkürzen. Da gehe ich jetzt wieder zurück. Das sind also Fragen, die ich immer und immer wieder gestellt bekomme. Und ich sage, da ist das Wesentliche überhaupt nicht verstanden. Der erste Satz: Es wird für dich immer so sein, wie du im tiefsten Innern glaubst, dass es ist. Darum führen dich zum Beispiel Wünsche überhaupt nicht weiter, weil ein Wunsch, der in dir auftaucht, und immer dran denken, als träumender Geist kannst du dir überhaupt nicht raussuchen, was du träumst. Du kannst dich verändern, indem du der wirst, der den Traum beobachtet. Da musst du dich aber gelöst haben davon, dich mit einer Figur zu verwechseln, dann löst du dich zwangsläufig von deinem blauen Ich. Dann beobachtest du dieses Konstrukt Werte- und Interpretationsprogramm. Und die Frage, was richtig oder verkehrt ist oder wie was ist, erwartet immer eine einseitige Antwort. Dich sollte aber das heilige Ganze interessieren, dieses Dual. Wo kommt das Ganze her? Wo entspringt es? Es entspringt aus meinem tiefsten Inneren als Gedankenwelle. Und dann wirst du feststellen, dass sich die Fragen in Luft auflösen. Das heißt, es geht nicht mehr darum, was richtig und verkehrt ist, sondern was ist jetzt? Und du kannst dann beobachten, dass das, was jetzt ist, sich ständig verändert. Das ist die 200 Gramm rote Niere, die sich umformt. Und jeder Moment entsteht in dem Moment, wo er in dir auftaucht. Ich mache mal ein altes Uhrbeispiel. Wir sitzen jetzt in unserem Raum uns gegenüber in einem Lokal. Wir unterhalten uns. Wir haben vorher was bestellt. Und plötzlich kommt die Bedienung und schiebt dir einen Teller mit einem köstlich duftenden braunen Etwas unter die Nase. Wenn du auf deinen Schwamminhalt nicht drin drauf hättest, dass das angeblich in der Vergangenheit einmal der Arschbacken von einer Sau oder von einem Kalb war, würdest du da gar nicht drauf kommen, wenn du das isst. In dem Moment, wo du an ein Stück Fleisch denkst, entsteht dieses Stück Fleisch, weil du es denkst. Du kannst nur wieder feststellen, wenn du dich wirklich gelöst hast von deinem Programm, dass diese Filter, wie ich das nenne, die dich total blind machen, dass dir klar wird, dass da nie vorher irgendein Tier getötet wurde. Sondern es ist, weil du dir das ausdenkst. Und alles, was du dir ausdenkst, musst du essen. Jetzt kannst du das lateinische Wort essen nehmen, das heißt erst einmal sein in der blauen Form. Alles, was existiert, bist du. Das ist Holo-Feeling. Und dann musst du das wieder essen, du musst dich wieder eins machen, damit dass du den nächsten Gedanken in dir aufbauen kannst. Moral ist total fehl am Platze. Wir hatten das Thema jetzt mit dem Dotter, wo ich kurz angesprochen habe, mit den Pädophilen. Und du kannst nur schauen, wie dein Geist auf Pädophile reagiert. Wie wäre es, wenn in deinem Schwamminhalt
es drauf wäre, dass du pädophil bist. Kannst du dir das raussuchen? Das ist dieses, ich nehme alle Schuld auf mich, heißt, ich nehme die Schuld auf mich, dass alle Menschen, die ich mir ausdenke, so sind, wie ich sie mir ausdenke. Ich nehme auch die Schuld auf mich, dass ich als träumender Geist das träume, was ich träumen muss, was ich mir nicht raussuchen kann, weil der träumende Geist in dem Moment ja auch schon wieder was Ausgedachtes ist. Du hast letzten Endes noch nicht diesen letzten Schritt verstanden. Und jetzt kann man das vielfältig interpretieren. Für mich zum Beispiel ist, jetzt mache ich reines Udo-Programm, hat nichts jetzt mit mir als rotes IUB zu tun. Das für mich in meiner Einstellung ist eigentlich schon pädophil, wenn ich jetzt in meinem Alter, würde ich mich jetzt für 30-Jährige oder 35-Jährige interessieren, auf dieser menschlichen Ebene, dann würde ich mich schon als pädophil betrachten, weil das für mich Kinder sind. Es geht jetzt nicht darum, ob das richtig oder verkehrt ist, sondern wir stellen fest, wie funktioniert ein Programm? Was denke ich eigentlich? Und das erzeugt so unendlich viel Leid. Die leidenden Tiere. Was ist mit Pflanzen? Ich sage, es ist ganz einfach. Es ist, weil du jetzt denkst, schau, was du denkst. Das ist der Sinn des Lebens, dass du schaust, wie du das interpretierst. Es gibt kein Vorher. Diese Hartnäckigkeit, die wirst du irgendwann einmal feststellen, dass egal, was du anschaust, selbst wenn du das Prinzip jetzt theoretisch begriffen hast durch Holofeeling, wird sich das in deinem Alltagsbewusstsein, eigentlich genau genommen in deinem Alltagsunbewusstsein, überhaupt nicht verändern, dass du was anschaust. Ich habe das Beispiel gebracht, wenn du jetzt mal deine Filme anschaust. Mir fällt jetzt spontan der Aladdin ein, den ich schon mal angesprochen habe, die Realverfilmung. Wir hatten ja, ich wiederhole das nochmal, im jetzt ausgedachten Verlaufe des Jahres sind zwei Kinofilme von Disney, Zeichentrickfilme rausgekommen oder ein bisschen früher. Und das ist einmal, was ein Erfolg war, war Der König der Löwen und dieser Zeichen, das Musical Aladdin als Zeichentrickfilm. Und die sind jetzt heuer als Realverfilmung von Disney ins Kino gekommen. Der Aladdin mit dem Will Smith und Der König der Löwen als Realverfilmung in Anführungszeichen. Es sind nur perfekte Computeranimationen. Beim Aladdin zum Beispiel, wo den Flaschengeist Will Smith spielt, das ist alles, da hat diese Prinzessin hat zum Beispiel auch einen Tiger, der ist so perfekt animiert, noch wesentlich besser wie der Tiger bei Life of Pi. Also wenn du das nicht weißt, du siehst es wirklich nicht, dass der nicht echt ist. Und da ist auch die ganze orientalische Stadt, wo sich das abspielt. Es ist komplett computergeneriert. Es ist Matrix. Selbst der Will Smith verändert seinen Körper. Der hat manchmal den Körper von einem Bodybuilder und dann wird er wieder schmaler. Und wenn der rumläuft, der ist vollkommen real, der Körper. Da hast du überhaupt nicht den Eindruck, dass da was ist. Und man weiß ja jetzt, es ist immer wieder dein Wissen, was dir suggeriert. Das kann man ja mittlerweile alles am Computer machen. Aber die Schauspieler, was du feststellen, glaubst du immer noch, dass die da außen das irgendwann einmal gedreht haben und der Rest wird dann im Computer gemacht. Auch die Schauspieler sind bloß ein Gedanke. Das ist diese Hartnäckigkeit im Hintergrund. Jetzt wird es natürlich interessant, wenn wir jetzt die Realverfilmung von König der Löwen anschauen. Das ist praktisch das Zeichentrickfilm, der dieser Erfolg war, mit realen Tieren, die natürlich alle computeranimiert sind, wo der König dann der Löwe auch spricht, der kleine Löwe und so weiter und so fort. Da ist ein großer Fehler dabei. Das sind Löwen, die keine Fleischfresser sind. Das muss dir jetzt erst einmal auffallen. Diesbezüglich ist es diesbezüglich schon unnatürlich, aber wer definiert, was natürlich ist, was richtig ist? Es ist dieses Absolutsetzen des eigenen Glaubens. Und ich kann immer wieder nur auf die zwei Filter hinschweißen. Es sind auch zwei Seiten. Auf der einen Seite hast du ein paar Filterscheinungen, die in dir auftauchen. Das musst du dir bewusst machen. Ein Unmöglich, das kriegst du aber nicht mit, dass du unmöglich sagst, weil diese Erscheinungen schon im Keim erstickt werden. Wenn sie auftauchen, wischst du die sofort wieder weg, weil du es gar nicht für nötig hältst, dir darüber Gedanken machen, zu machen, dass das doch vielleicht funktioniert. Oder dass das gehen könnte. Mein berühmtes Zeichen, ein Quadrat mit drei Strichen. Und diesbezüglich hast du, und das ist jetzt die Masse an den Sachen, die du als hundertprozentig sicher ansiehst in deinem Alltagsbewusstsein, die du nicht mehr in Frage stellst. In Du bist ich im zweiten Bandoren Bahrungen heißt es mehrere Male, wenn du aufgehört hast, deinen jetzigen Glauben, Glaube heißt für wahr halten, immer dran denken, GL ist die Welle, ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität und es ist deine Beschwörungskunst. Die Fragen, die Matten stellt, die wir uns jetzt ausdenken, wohlgemerkt, sind letztendlich permanent, er geht sich ständig auf den Leim mit seinen Sachen, die er als hundertprozentig sicher ansieht, weil es ihm logisch erscheint. Und wenn du aufgehört hast, deinen Glauben in Frage zu stellen, hast du aufgehört zu leben, dann bist du nur noch eine Maschine. Dann bist du dieses blaue Ich,
ein reiner Mech-Animus. Dann spielst du zwanghaft die Rolle in deinem Traum und hast vergessen, wer du eigentlich wirklich bist. Du sollst nur schauen, was jetzt ist. Du wirst jetzt, wenn du chronologisch zurückgehst in den Selbstgesprächen, feststellen, diese zwei Arten von Darstellungen. Du hast Sachen, die rein gedacht sind oder gefühlt sind, und Sachen, die du sinnlich wahrnimmst. Das reduziere ich immer auf die VR-Brille. Das gilt aber für jegliche Form von sinnlicher Wahrnehmung. Das ist jetzt ein Unterschied, ob du jetzt aus dem Lautsprecher, den du dir jetzt ausdenkst, der die ganze Zeit nicht da war, ob du jetzt das Wort Schmetterling hörst oder ob du das deiner Gedankenstimme nachdenkst. Du kannst jetzt im Kopf Schmetterling sagen und du kannst es aussprechen mit deinem Mund, mit deinem Körper, den du dir natürlich dann zuerst ausdenken musst. Die Frage ist, existiert der Mund, wenn du nicht an ihn denkst? Atmest du, wenn du nicht daran denkst? Und jetzt schau mal, wie hartnäckig das in dir ist. Ja. Das Interpretieren. Und die Frage hier mit dem Leid, das ist die alte Sache mit diesen Hühnern, die gequält werden. Und mit den Ambus, wenn ich sage. Jetzt immer innerhalb deiner normalen Logik. Was glaubst du, und jetzt immer wieder wichtig, es wird für dich so sein, wie du glaubst, dass es ist. Mach dir mal Gedanken, wir denken uns jetzt Deutschland, wir sagen, das sind 80.000 Menschen, die denken uns jetzt aus. Wie viele von diesen 80.000 Menschen könnten beschwören, 80 Millionen, Entschuldigung, ich war verbessert von meinem inneren Geist. Wie viele dieser Menschen haben schon einmal mit eigenen Augen in so einer Hühnerfarm gestanden, wo wir uns jetzt irgendwie ein großes Gatter denken, was weiß ich, 1000 Quadratmeter, wo hier Hühner drin sind, auf einem Quadratmeter 16 Hühner. Kenne ich vom Hören so. Wie viele haben das schon mit eigenen Augen gesehen, waren da schon drin gestanden und haben das gerochen? Schau einfach, du kannst jetzt sagen, schätze mal, dann frage mal deine Bekannten, die das beschwören können. Ich sage, du solltest nur noch das beschwören, was du mit eigenen Augen gesehen, mit der eigenen Nase gerossen und am eigenen Leib erlebt hast. Und alles andere kennst du vom Hörensagen. Und jetzt ist das Wichtige deines Glaubens. In dem Moment, wo du das glaubst, kannst du, wenn du willst, das materialisieren. Ja. Ich höre da immer so vor Gegner, wenn die mir zuhören, so ein Blödsinn, was du sagst, wir setzen uns ins Auto, wir fahren jetzt dahin, ich zeige dir das, bezweifelt keiner. Richtig. Aber es bringt dir das. Du weißt, ich sage dann immer wieder, ich zeige dir jetzt was anderes, wir fahren irgendwo anders hin, dann gehen wir in eine Schmiede, dann materialisieren wir einen großen Amboss, dann legst du von dem Körper, der du zu sein glaubst, die linke Hand auf den Amboss, dann gebe ich dir in die rechte Hand, gebe ich dir einen großen Hammer und dann haust du da drauf. Auf die Hand, auf deine linke Hand. Würdest du das machen? Nein, warum nicht? Ich tue mir doch nicht selber weh. Und was machst du ständig, wenn du mit deiner Logik glaubst, dass da außen Tiere gequält werden? Fleisch ist die göttliche Botschaft. Nehmet hin, das ist mein Fleisch und esst es. Wir sind in einer komplett anderen Ebene. Und nochmal, um das abzuschließen. Ja. Wir haben gesagt, wir machen ein kurzes Selbstgespräch. Ja. Du musst letztendlich alles, was du dir ausdenkst, essen. Du musst es sein, weil deine Information, es ist ja immer das Wort esse, ist ja zuerst einmal auf Hebräisch, auf Lateinisch sein. Und ich weise immer wieder darauf hin, dass wir jetzt das unterscheiden müssen, reden wir von einem blauen Sein, von einem Existieren oder reden wir von unserem roten Es-Ayin. Bewusstsein ist nicht existierend. Bewusstsein kann man nicht haben. Wenn alle von Selbstbewusstsein reden, der hat ja so viel Selbstbewusstsein. Das ist Ego-Bewusstsein. Das ist aufgeblasenes Ego. Das ist Hybris. Ja. Wirkliches, rotes Selbstbewusstsein macht genau das Gegenteil. Du wirst immer demütiger werden und wirst dich raushalten und wirst dich nicht als irgendwas Besonderes ansehen als Mensch, wenn du wirkliches Selbstbewusstsein besitzt, weil du weißt, dass das, was du zu sein glaubst, genauso ein Gedanken ist wie alles andere. Ob ich jetzt an den Udo denke oder an einen Haufen Scheiße denke, ist doch überhaupt kein Unterschied. Es ist bloß eine andere Information, wenn ich jegliche Form von Währung abgestellt habe in mir. Der Einzige, der dabei immer bleibt, ist der, der sich's anschaut. Und solange du das nicht wirklich verstanden hast, tauchen immer wieder diese Fragen auf, weil du mit aller Gewalt irgendeinen Schuldigen suchst, der Einseitigkeit suchst, dass irgendwas gequält wird, dass was leiden muss. Jetzt ist dann ja schon drin, wenn man das liest, vom Matten, ja, ich weiß ja, dass ein ausgedachtes Auge nicht sehen kann, aber die Tiere, die mich ausdenken, die haben doch Augen und die sollen mir doch irgendwas sagen. Und du hängst dich jetzt total in diesem Wissen auf. Das ist das Gefängnis, wo du dich selber einsperrst. Ja. Es ist ja, dieses Esse ist auch ein Gericht. Das Essen ist ja auch ein Gericht. Da steckt das Gericht, die Jurisprudenz schon mit drin. Das heißt, du bist der Richter über alles und jeden.
Ich sage immer wieder, du bist der Richter über alles und jeden. Und jetzt kommt die Frage, ja, müssen die jetzt leiden oder die müssen nicht leiden? Dann sage ich, es ist so unendlich einfach. Ich sage, den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Und was du erlebst, bestimmt diese Logik, die du zum Denken benutzt. Nur der Geist kann leiden, der träumt. Du kannst mitleiden, Sympathie. Bin ich tausendfach darauf eingegangen. Das ist so unendlich sinnlos, mit irgendwas mitzuleiden, sympathisieren. Ja. Weil rein abstrakt, wenn du mit jemandem mitleidest, ich wiederhole es zum letzten Mal jetzt hier, dann sollte dir klar sein, dass dem, mit dem du mitleidest, aufgrund, dass du mitleidest, nicht besser geht. Du vermehrst das Leid in deiner Traumwelt, zumindest dein eigenes Leid. Wenn du jetzt aber wirklich erkennst, dass ein Gedanke von dir als Ding an sich überhaupt nicht leiden kann, ist es gleich zweimal sinnlos mitzuleiden. Das zu heilen funktioniert ganz anders. Am besten geht es den Dingen, die du nicht denkst. Und umso mehr du das machst, wirst du feststellen, dass du auch immer freier wirst. Und dann kriegst du neue Inspiration und dann siehst du wirklich Blickwinkel auf einer höheren Ebene. Ja. So, Kleines, wir können das gerne mal fortführen, aber jetzt muss ich weg. Jetzt Alles lasse klar. ich mich wieder in dich reinfallen. Ja. Natürlich nicht in die Bianca, sondern in den, der uns zwei ausdenkt. Ja. Ciao. Ciao.